London Calling. Ja, hallo und herzlich willkommen bei BVB Total. Wir sind natürlich immer noch in London und heute habe ich einen Freund getroffen, einen alten Freund, mit dem ich auch selbst ein paar Jahre zusammengespielt habe. Jeder Borussen-Fan kennt ihn natürlich. Murdo McLeod, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Murdo. Dankeschön, Nobby. Ja, Murdo, we stay here in the St. James Park in the middle of London. You stay often here? Ja, nicht so often. Nur wenn ich komme nach London für Musicals. Aber dieses Mal ist very special. Champions League Final. Ja, so wollen wir das Interview natürlich jetzt die ganze Zeit führen. Ich wollte sagen, ich aske yeah. In Englisch. Englisch. Wenn du bist in Englisch, musst in England, du musst Englisch sprechen. Ja. Yeah, ich war in Deutschland, ich hatte mein Deutsch war nicht so gut. Ja, yeah, but my English is not good enough to make a good conversation. Sehr gut. No, dein Englisch ist sehr gut. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja, richtig. Ja, wir sind in London. Riesige Stadt. Es gibt ein wunderbares Stadion, das Wembley Stadion. Ja. Hast du eigentlich dort oft gespielt? You play often in the Wembley Stadium? Nein, nur einmal mit Schottland. Ja. Schottland gegen England. 1-0 verloren. Aber war Stimmung im Stadion sehr gut. Ah, ist ein tolles Stadion, das neue Wembley Stadion. Sehr gut. Wenn in Samstag mit 50.000 aus Dortmund, Stimmung sehr gut. Glaubst du auch in der Stadt in London wird richtig viel los sein? Schwarz-Gelb? Ja, jeden Taxi immer mit Schwarz-Gelb. Alle in der Stadt mit hier in London ist super. Aber morgen kommen die ganzen Flugzeuge. Ja, richtig. Ja. 30.000, ja, yeah. It's unbelievable. Was unsere Zuschauer natürlich interessiert, was machst du jetzt? Wo wohnst du? Ich wohne jetzt in Schottland, bei Loch Lomond. Hast du immer in Schottland gewohnt oder hast du auch mal in England gearbeitet? Nee, ich habe 3,5 Jahre in Dortmund gewohnt. Ja. Kennst du? Ja. Yeah. In Well. In Well, yeah. You remember, it's a I good remember. Time for you. Super time. Dreieinhalb Jahre in Well mit super Nachbarn, aber jeden Tag mit Borussia, mit allen meinen guten Spielern. Ja, guten Spielern, Nobby, Frankie Mill, Thomas Helmer, Teddy Zorki. Teddy mit den komischen Beinen, ne? Ja, ja. Kann die Kamera mal da drauf gehen? Ja. So sind die Beine von Teddy. Also du erinnerst dich auch gerne an die Zeit in Dortmund, ne? Ja, you remember. Ja, super Zeit. Ich glaube, jeden Samstag, jeden Tag wir Training machen mit dem Trainer, aber Samstag mit 50.000 Leuten im Stadion, Stimmung im Stadion, ja. Kämpfen jeden Spiel, super Zeit. Und du hast auch noch guten Kontakt, immer. Ja, weil immer, Ja. Ab und zu telefonieren wir ja auch. Telefon mit dich und Zorki und Astrid auch und bei dem Stadion und auch mein alter Nachbarn. Wir waren vor dem Spiel gegen Real Madrid. Ja. War 2 Tage in Well. War super. Und da erinnerst du dich auch richtig gerne dran. Da hast du auch immer einen sehr glücklichen Gesichtsausdruck. Ist das nach so langer Zeit immer noch so, dass du so ein bisschen Sehnsucht nach Dortmund hast? Ja, wenn ich denke über meine Zeit in Dortmund, ist für einen Fußballspieler für Spitze. Ich hatte 9 Jahre mit Celtic gespielt. Ja. Das war auch Spitze. In Schottland, Celtic, ganz große Mannschaft, auch in Deutschland. Aber Dortmund ist nicht der spitze Fußballclub, ist special, ist Familie. Good feeling. Und das Wetter ist ein bisschen besser. Yeah. Wetter? The weather is, looks like ein bisschen warmer. Better. Ein bisschen. Wetter ist egal. Fußball ist Fußball. Das lag aber vielleicht auch daran, weil die Fans von Borussia Dortmund, die haben dir sehr viel Liebe entgegengebracht. Heute noch. The supporters of Dortmund, they love Murdo. Ja, I love them. Yeah. It's easy. I had a sehr good relationship with the Dortmund fans. I gave everything to play for the team. Mit Herz. Yeah, I played with my heart 100% every game.
jeden Spiel und den Zuschauern im Stadion immer mit Applaus. Und jetzt noch? If you come into the stadium, all the people, they murder. Gegen Real Madrid, a lot of viele Leute kommen und hallo, gut, und alles okay, und war gut. Das ist gut, ne? Das ist schön nach so langer Zeit, das noch zu erleben. Ja, yeah. Viele junge Leute, BVB-Fans, kennen mich nicht. Doch, all the supporters. Ja, aber es war ein super Club. Jeden Jahr größer. Diese Jahre ganz groß. Champions League Meister. Jetzt treffen wir hier uns in London. Du bist inzwischen journalistisch tätig, arbeitest für die BBC. Ja. Wie ist das für dich, auf der anderen Seite zu stehen, über den Fußball zu berichten? Ja, ist nicht so gut. Wenn du bist ein Fußballspieler, das ist dein Leben, das ist alles, das ist das Beste. Aber jetzt nur gucken jeden Spiel, not normal mit Celtic. Jeden Spiel ich Kommentator mit Celtic und Celtic. Diese Jahre war Meister, kein Problem ohne Rangers. Rangers. Ist nicht gut für den schottischen Fußball. Nicht gut. Nee, Rangers in der dritten Liga war nicht so gut. Aber diese Jahre gegen Barcelona gewonnen zu Hause war nicht schlecht. Mit 3% Ballbesitz. Ja. Possession. Ja. Ist nicht schlecht, ne? Ja, das ist hervorragend. Counterattack. Man sagt effektiven Fußball. Effektiv. Du verfolgst den deutschen Fußball. Kannst du auch die Spiele von Borussia Dortmund sehen oder hörst du nur die? Ja. Can you see the games? Ich gucke im Fernsehen, watching nur Dortmund. Nicht alle anderen Deutschen. Ja, brauchst du auch nicht. Nur Dortmund, aber jetzt, viele Leute in Schottland auch immer gucken, was ist mit Dortmund. Ja, eine Menge Celtic-Fans sind auch BVB-Fans. Wir haben, wo wir gegen sie gespielt haben damals, ist Celtic außerdem rausgeflogen, haben zwei Tore geschossen. Ja, richtig. Erinnerst du dich? Sehr gut gemacht, in Dortmund 2-0 gewonnen. Ja, richtig. Ja, deshalb. Mörder ist froh, dass er mich dann mal von vorne gesehen hat. An dem Spiel hat er mich nur von hinten gesehen. Kleiner Scherz am Rande. Mörder, der BVB dieses Jahr in der Champions League, glaube ich, souverän durchgegangen, gegen drei Meister gespielt. Das konnte man nach der Auslosung nicht erwarten. Jeden Leute in Großbritannien gucken diese Gruppe. In Manchester City, Death Real Madrid, Group. Death Group, Ajax. Borussia Dortmund, aber Borussia war. And all the people think not Borussia. No, Real, no, no. Manchester. Real, Manchester, Ajax, Borussia. And yet. And now. Erste. Super. And then zweite Halbfinale gegen Real. Nochmal war gut. Erstes Spiel zu Hause. Perfekt. Letzte 2-3 Minuten in Madrid hier. Unser Chef Aki Watzke ist Toilette. Toilette, Juan Carlos daneben. Und, aber das Konig, ist, wenn man mit Herz dabei ist das schlimm. War unglaublich. Die letzten 10 Minuten waren nicht gut. Wie wird das aufgenommen, dass zwei deutsche Teams im Endspiel sind? Das ist nicht normal. Normal, viele Leute haben gedacht, Barcelona gegen Real Madrid, 100%. Ja. Viele Leute im Fußball gesagt, 100% all Spanisch Endspiel. Aber beide Mannschaften, Dortmund gegen Real Madrid und München gegen Barcelona. Aber 4-1, 4-0, da war nach den Hinspielen, sah das schon sehr gut für die Deutschen aus. Ja, sehr gut für deutscher Fußball. Ja. Viele Leute über die letzten 10 Jahre, wir denken, deutscher Fußball nicht so stark, aber jetzt viele Leute denken, das ist der beste Fußball, beste Zuschauer, mehr Zuschauer in Deutschland als in alle anderen Länder. Es kommen inzwischen britische Fans zu den Spielen nach Dortmund und gucken sich aus Schottland, really? Edinburgh, Brüssel, Fußball Fanclub. No. Ja, jeden Spiel. Flieg nach Dortmund. Verrückt. Ja, unglaublich. Aber für die Stimmung, 80.000. Das ist nicht schlecht, ne? Ja. Jetzt haben wir das Endspiel gegen Bayern München. Wie sind die Chancen? Was glaubst du? Chance
auch 50-50. Ja. Vielleicht Bayern dieses Jahr in der Bundesliga war super, Top-Spiel. Aber wie in der Champions League. Ja, Champions League war super für Dortmund. Dortmund, jeden Spieler, wenn Spiel 100%, Dortmund Meister diese Jahre. 100%. Mörder, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich glaube, alle Borussen-Fans freuen sich, dir wieder einmal etwas gehört zu haben. Ja. Du drückst uns zu Daumen, du bist auch bei uns. Alles, ja. Und wir rocken das Ding irgendwie. Ja, entschuldigen, mein Deutsch ist nicht so gut. Very good. Mein Englisch ist not so good to make. Danke. Mörder, thank you very much. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Mörder. Das war's erstmal wieder aus London, aber ihr wisst ja, der nächste Bericht kommt gewiss. I love you.